sehr geehrte Pressevertreter. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz zum Regionalligaspiel der SG Wattenscheid 09 gegen den SC Verl. Das Spiel endete 0:1 durch das Tor von Simon Engelmann in der 71. Minute und die Zuschauerzahl war heute Abend 380. Die übrigen Partien des heutigen Abends der Regionalliga West endeten wie folgt. Der SC Wiedenbrück spielte 0:2 gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Sportfreunde Lotte spielten 4:1 gegen FC Krai. KFC Uerdingen gegen die Sportfreunde Siegen 3:0. Rot-Weiß-Essen gegen Viktoria Köln 2:1. Und Alemannia Aachen gegen VfL Bochum 2:1. Dann darf ich die beiden Trainer des heutigen Abends begrüßen. Zu meiner Rechten den Trainer des SC Verl, Andreas Golombek. Und zu meiner Linken, wie immer, Christoph Klöpper, der Trainer der SG Wattenscheid 09. Und dann würde ich zunächst Andreas Golombek um einen Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, guten Abend zusammen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass der Schlusspfiff kommt und wir vielleicht wieder nicht als Sieger vom Platz gehen, weil das Problem, was ich habe, seit 3 Spielen machen wir eigentlich immer das Spiel, sind auch eigentlich die spielbestimmende Mannschaft und haben Torchancen ohne Ende. Und ich kann nur sagen, gegen Uerdingen war das ungefähr das Dreifache, was wir heute hatten. Und wir machten kein Tor. Gegen Siegen, erste Halbzeit so ein bisschen verpennt, aber aufgrund der zweiten Halbzeit auch, glaube ich, 4, 5, 6 hundertprozentige machen das Ding nicht. Und dann fängt das hier so ein bisschen auch an. Einmal große Chalon, der den Ball gut nach links nimmt, trifft den Ball nicht. Dann einmal Matze, der den Ball über den Torwart duft. Einer steht auf der Linie und dann ganz bitter. Simon Engelmann geht vorbei, schießt das Ding eigentlich zum richtigen Zeitpunkt ab. Nur der Torwart ist noch mit dem Finger dran. Geht dann Innenpfosten bei anderen Mannschaften wieder vielleicht rein. Bei uns springt er zurzeit raus. Doch haben wir nie aufgehört. Ich glaube, dass wir auch die spielbestimmende Mannschaft waren. Haben dann auch das Tor gemacht in der 71. durch Simon Engelmann. Und dann hätten wir vielleicht noch das zweite machen müssen, dann wäre Ruhe gewesen. Und dann kommt diese Situation in der 91. und 92. Minute und das kann ich dann nicht verstehen. Also das ist für mich ganz klares Foul von unserem Spieler. Schiri hat jetzt gesagt, er hätte es nicht gesehen und hat dann eben entschieden, der Spieler, der gefallen ist, hätte unten den Spieler getroffen. Man kann sowieso nichts machen. Also ich wollte erst eben, weil ich ein bisschen sauer und wollte erstmal richtig Dampf ablassen, aber das kostet dann wieder nur Geld. Die Schiedsrichter sind gut, die werden alles richtig machen. Und vielleicht gibt es da mal einen Schiedsrichter, der so gut ist und für uns auch mal einen Elfmeter pfeift. Zu Wattenscheid muss ich sagen, also mit 4 Punkten, aber sie haben auch im Mittelfeld sehr gut Fußball gespielt. Wir hatten dann auch Probleme, ab und zu auch da hinterher zu kommen. War nicht so einfach, weil das Problem ist, die Leute sagen dann, ja, 4 Punkte, noch kein Sieg und das ist alles schon gemacht. Und das hat man heute, glaube ich, gesehen, dass das noch lange nicht erledigt ist. Wir haben gegen Mannschaften gespielt, die viel, viel schlechter sind und ich habe ja auch 2 schöne Jahre hier in Wattenscheid gehabt und es hat mir sehr gut gefallen. Deswegen drücke ich natürlich auch immer wieder die Daumen und wünsche dem Kollegen, dass er mit seiner Mannschaft irgendwie da unten rauskommt. Aber ich weiß, wie das ist, wenn man den ganzen Kader neu formieren muss. Ist nicht so einfach, aber wie gesagt, ich drücke die Daumen für uns. Wir sind super glücklich, dass wir die 3 Punkte haben. Ich glaube auch verdient und jetzt spielen wir gegen Hennef. Und jeder weiß, wenn man gegen den Tabellenletzten spielt, dann ist das sehr, sehr, sehr schwierig. Aber wir werden alles geben und hoffe ich, dass wir vielleicht dann am Anfang mal ein bisschen mit Karo das Tor vorne. Dankeschön. Ja, dann bedanke ich mich und gebe dann auch an Christoph Klöpper weiter. Ja, wir haben heute den 9. Spieltag, glaube ich, gerade noch gesagt, und das ist immer wieder ein bisschen wiederholt, jetzt haben wir das 4. Spiel, was wir wirklich am Ende auch wieder auf irgendeine Art und Weise verlieren. Heute war es dann bei allem, dass unsere Leistung mit Sicherheit weit weg von gut war, dass wir die Möglichkeit haben, mit dem Elfmeter in der letzten Minute hier unentschieden zu spielen und ja, verlieren genauso trotzdem wie ein Spiel gegen Alemannia Aachen, wie ein Spiel gegen Gladbach, irgendwie auch wie ein Spiel gegen Oberhausen gefühlt. Und wenn man das dann so mitnimmt, ist es natürlich insgesamt nicht sehr einfache Situation, damit umzugehen. Immer wieder spricht man dann, wenn es um Ergebnis geht, von denselben Dingen. Die Gemütslage ist immer wieder identisch und für die Jungs immer wieder nicht einfach. Also wir wussten von vornherein, dass wir heute in unserer Besetzung, Stefan Rummel, gestern halb krank auf dem Trainingsplatz gewesen, hatte eigentlich die Hoffnung, dass er heute spielen kann. Hat aber heute Morgen dann, nachdem er mit dem Arzt war, gesagt, dass es auf gar keinen Fall geht. Plus die Gesperrten, Taskin und Kaplan, mit Sicherheit eine Besetzung, die sehr schwierig ist. Netsch hat jetzt heute zum ersten Mal gespielt, was auch sehr fragwürdig war nach seiner Verletzung. Hat eigentlich auch noch nicht so richtig voll trainieren können.
und musste trotzdem dann über einen langen Zeitraum ran, also alles von vornherein nicht ganz so einfach von der Besetzung her. Dementsprechend ja, hat unsere Spielqualität irgendwo auch über weite Strecken gefehlt und es war nicht so, dass wir den Gegner so richtig unter Druck setzen konnten. Und dann geht es einfach gerade in diesem Spiel um Effektivität und darum, dass man die entscheidenden Situationen dann auch richtig macht. Also nach 5 Minuten, glaube ich, ist es Van Avci, der eine entscheidende Szene hat für ihn im Spiel, wo er das 1-0 machen muss und den Ball übers Tor schießt, wo er kurze Zeit später dann selbst einen großen Fehlpass vom eigenen Tor, dem Gegner eine riesige Torchance ermöglicht, wo zum Glück kein Tor fällt. Fortan kommt Redi überhaupt nicht ins Spiel und wir hofften und haben ihn auch aufgebaut, dass es besser wurde. Das war eigentlich symptomatisch dann für uns. Also viel versucht, aber wenig erreicht und letztlich fehlt uns da leider auch, fehlt uns die Handlungsalternativen, um da deutlich was anders zu machen. So kam dann irgendwann Nino Saka ins Spiel, der auch gestern zum ersten Mal nach 14 Tagen wieder eine halbe Stunde auf dem Trainingsplatz gestanden hat, also eigentlich auch noch weit weg davon ist, heute spielen zu können. Ja, und dann ist es gerade in diesem Spiel, wenn man alle die Vorzeichen hat, wenn das Spiel so läuft, wie es läuft, wenn man ab in der zweiten Halbzeit merkt, dass wir nicht so richtig klarkommen, dass es schwer ist, ein Spiel zu gewinnen, dann muss man es halt unentschieden spielen. Und dann ist es ein 1-1, wenn man einen Elfmeter hat in der 90. Minute und den muss man dann reinschießen und dann hat man wieder ein Ergebnis, was mental zumindest die ganze Situation erträglich gestaltet. So sind wir wieder wie vor Brüdinghausen in der Situation, dass wir uns ordentlich durchschütteln müssen, dass wir mit Sicherheit mit einer deutlich besseren Besetzung nach Siegen fahren, aber einfacher wird es dadurch nicht und diese Rückschläge, die sind nicht mal ganz so einfach aufzuarbeiten. Aber das gilt es jetzt, das müssen wir wieder machen und dann werden wir jetzt noch 2 vernünftige Trainingseinheiten bis Siegen haben und in Siegen in besserer Besetzung und gestärkt, hoffentlich mental gestärkt, dann da reingehen, um da erfolgreich zu sein. Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Danke. Gibt es seitens der Presse Fragen an die beiden Trainer? Ja, Herr Rutzinski. Christoph Klöpper. Die Mannschaft hat jetzt zum x-ten Mal mit einem Tor Unterschied verloren. Ist das auch eine Qualitätsfrage? Ja, klar. Es ist genauso eine Qualitätsfrage wie die Tatsache, dass man am Ende in der 90. Minute ein Spiel nicht verliert. Ne? Das ist auch eine Qualitätsfrage. Also gewinnen zu können, effektiv zu sein, gehört natürlich im Fußball dazu. Und wenn man mal mit einem Tor, das stimmt, wir haben noch nie mit 2 Toren Unterschied verloren, entweder haben wir unentschieden gespielt oder haben 1-Tor-Differenz gehabt. Natürlich, da geht es auch um Qualität. Ne? Genauso wie bei dem Gegentor, auch wenn Pferde noch die eine oder andere Möglichkeit hat, dieses Spiel höher dann ausfallen zu lassen und das eine um ein Tor zu schießen. So geht es dann doch immer wieder um viele kleine, individuelle oder Gruppenfehler, die man macht. Und ich glaube, dass es bei dem Einzelnen auch der Fall ist, dass unser Innenverteidiger rausrückt, wo er nicht rausrücken muss, wo wir eigentlich noch recht organisiert stehen, Tim Boss dann auch relativ weit vor seinem Tor geht und wir im Prinzip gar keine Chance haben, diesen Ball zu verteidigen. So kommen Ergebnisse zustande. Ne? Und ja, dann, da geht es dann auch um Qualität, keine Frage. Weil ich meine, man kann ja nicht immer, man versucht ja von Grund auf sich Dinge schön zu reden. Ne? Ich erinnere mich, mich auch wiederholt im Spiel Alemannia Aachen, wo ja alle Leute uns auf die Schulter klopfen und gesagt haben, ja, ihr werdet eure Punkte schon holen, alles ist super. Ne? Jetzt kann man auch mal 1-0 verlieren, das war aber unglücklich. Und wenn man dann merkt, dass das mehr oder weniger jede Woche dann so ist, so kann ja auch eine Saison vorübergehen. Und dann klopft man sich nach dem 34. Spieltag auf die Schulter und sagt, war alles mal unglücklich, weil wir nur 1-0 verloren haben und immer eine 91. zählt ja eigentlich nicht. Doch, zählt, klar. Und dann ist es auch eine Qualitätsfrage und das müssen wir lernen, weil es Regionalliga ist. Und da ist dann auch jung kein Argument, sondern dann geht es um Qualität und Qualität im Fußball heißt Ergebnis. Ja. Zumal, wenn ich da anschließen darf, zumal die Tabelle ja auch auf Probleme jedweder Art keine Rücksicht nimmt. Ist das jetzt eine Situation, die man zusätzlich aufarbeiten muss oder gucken wir einfach nur, dass die Mannschaft jetzt aufgerüstet wird, wieder mental aufgerüstet wird, weil heute war es ja schon so nach dem guten Ansatz in Rödinghausen, dass die Mannschaft ja doch wieder, sagen wir mal, nicht an die Leistung anknüpfen konnte. Da kann man sich nicht von frei machen, ihr seid im Abschiedskampf. Ja, wir sind im Abschiedskampf und wir haben ja vor der Saison gesagt, bei allem, was in der Vorbereitung so war und wo dann auch viel Schulterklopfer waren, dass wir mit dieser Mannschaft
die so zusammengestellt und neu beisammen ist, dass wir eine schwere Saison vor uns haben werden und dass es um Klassenerhalt geht und dass Abstiegskampf da eine Rolle spielen wird. Das wussten wir von Anfang an. Dass wir mental daran arbeiten müssen. Es ist heute nicht das erste Mal. Ne? Es ist eine andere Situation. Umso weiter so eine Saison sich entwickelt, umso mehr man auf eine Tabelle guckt und sieht, als es nicht erster Spieltag gegen Alemannia Aachen, sondern jetzt nach einem Viertel der Saison gegen SC Verl und wieder nach so einem Verlauf, da muss man natürlich intensiv mental arbeiten, muss trotzdem die Sache im Blick haben und wissen, dass man Lösungen findet, dass es besser wird, klar. Das heißt dann zum einen bei uns die gesamte Kadersituation, also auch wenn ich nochmal auf Lukas Oppermann und Mario Klinger komme, dann haben die jetzt zwar schon das ein oder andere Spielchen gemacht und haben jetzt auch schon 14 Tage mit uns trainiert im Schnitt, das ist mehr oder weniger nichts. Ne? Im Rahmen einer normalen Vorbereitung muss man das länger betrachten, aber es geht um Ergebnis. Und dann müssen wir diese Komponenten zusammenführen. Ne? Und deswegen ist die Situation nicht einfach. Ich würde mir auch wünschen, dass wir einfach jetzt mal 2-3 Spiele in konstanter Besetzung, ohne Verletzungsprobleme, mal durchspielen würden und dann da in einer normalen Situation wären. Aber die Zeit läuft halt und da müssen wir hinkommen und das mit Ergebnissen. Gibt es noch weitere Fragen? Okay, wenn nicht, dann bedanke ich mich und würde noch schnell auf unser nächstes Spiel hinweisen. Am Sonntag spielen wir in Siegen im Leimbach-Stadion gegen die Sportfreunde Siegen um 14 Uhr. Dankeschön.